Ja. Okay, dann laufen und dann an der Wahl. Das nehme ich noch mit. Ich bin der Ausrufer der Stadt Attendorn, was man wohl nicht überhören kann. Neues zu berichten ist mein Begehren und so werde ich euch auch heute beehren. Es sprach der junge Rittersmann. Was fange ich bloß zu Hause an? Knapp packe Sack und Kisten, wir ziehen an das Kriegsgewand und ziehen in das Morgenland im Namen aller Christen. Gesagt, getan, sowohl der Knapp als auch der Ritter reisten ab. Gott schütze den Kaiser. Jetzt habe ich es geschafft. Ich bin an diesem Ausrufer mit dem bösen Blick, bin ich lang. Hedwig vom Himmelsbeer, ich kennt ihr mich? Ist noch einer dabei, der nicht weiß, wer ich bin? Der muss sich melden, damit ich das nochmal erkläre vom Wohnort. Ja, manche wissen es nicht. Guck mal, aber es ist ja auch so aufregend hier. Man muss jetzt eigentlich auch aus dem Fenster gucken, in welche Einbahnstraße er jetzt fährt. Weißt du denn, wo du hier bist, Herr Busfahrer? Mittendrin im Loch. Mittendrin im Loch, sagt er. Ja, ich wohne nicht im Loch. Himmelsberg ist ja die Straße rauf nach der Stadthalle. Ja? Das ist da, wo die meisten Männer auf Schützenfest merken, dass sie besser in der Halle noch aufs Klo gegangen wären. Deswegen sage ich das immer an solchen Stellen, damit die Frauen beim Nachhausegehen die Männer bitte einen Garten weiterziehen das nächste Mal. Das würde mir viel helfen. Ja? Jetzt bin ich ja nur eingemogelt hier. Jetzt muss ich erstmal wissen, was das hier für ein Spektakel ist. Weißt du, ich bin bekannt für meine Neugierde. Augen auf, Nase im Wind, dann weiß ich die Sachen noch, bevor sie passieren tun. Deswegen musste ich doch mit, ja? Guck mal, hier vorne, die guckt so skeptisch. Du denkst jetzt auch, ich bin eine von denen, die den ganzen Tag hinter der Gardine liegen tut und ihre Nachbarn bespitzelt, ne? Wenn wir jetzt eine Runde über Himmelsberg fahren würden, was noch geht, da ist noch nicht gesperrt. Dann könntest du sehen, ich habe keine Gardine, würde mir die Sicht versperren. Und wenn ich was wissen will, stelle ich mich in eine offene Tür, dann höre ich auch gleich mit. Ne? Jetzt kann man vom Himmelsberg da oben aber nicht alles mitkriegen. Und deswegen bin ich runter in eine Stadt, habe euch da gesehen beim Otto. Dann bin ich irgendwie an so einen Sekt gekommen und der macht mich jetzt schon ganz kribbelig. Merkst du den Sekt auch schon so? Ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ja, ich hatte auch, glaube ich, keine gute Grundlage heute. Und dann habe ich einfach gedacht, ich steige bei euch mit ein. Ne? Jetzt habe ich hier mit einer halben Pobacke, sitze ich jetzt bei euch, das ist schön. Ja. Ja, ihr wisst jetzt alle, was ihr machen müsst. Wo geht es denn jetzt hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung, sagte. Hast du das Geschenk gekriegt von deinem Mann vielleicht und wolltest es gar nicht haben, die Karte? So sieht's aus. Dann könntest du jetzt noch aufsteigen und mir deine geben. Ja, da wollte ich hin. Jetzt bin ich bei euch. Ja, ich hoffe das. Aber ich bin noch gespannt, wie das jetzt gleich hier weitergeht. Und du bist auch so schweigsam. Er konzentriert sich, weil, kennt ihr den Udo, den Bigolino-Fahrer? Der redet doch einen dran lang in einer Tour. Und fährt trotzdem. Sag mal, von wo bist du denn gebürtig weg? Ritter. Das erklärt ja auch manches, ne? Seid gegrüßt, ihr ehrbaren Bürger der Stadt Attendorn, unten im Perle, dort am Übergang zur Bigge. Seid gegrüßt hier auf der alten Bergfeste Waldenburg, die schon im Jahre 1000 entstanden ist unter den Landgrafen und rheinischen Pfalzgrafen unter Itzo, Ehrenfried genannt. Ja, er war verheiratet mit Mechthildis,
der Schwester Kaiser Otto des Dritten. Ja, da steckt richtig Geld hinter. Ja, wie bei manchen von euch sicherlich auch. Ach shit, ich hab vergessen, mich euch vorzustellen. Mein Name ist Johann von Plettenberg. Bitte, Johann von Plettenberg. So viel Zeit muss sein. Ich diente als Vasall unter den Erzbischöfen von Köln. Ich stritt schon mit ihnen bei der Schlacht bei Bäumen im Jahre 1288. In den Jahren 1294 bis 1298 erhob mich Siegfried von Westernburg zum Marschall von Westfalen. Ich habe die Ehre. Im Jahr 1300, ich hatte die Burg Schnellenbeck aufgebaut, wurde ich zum Amtmann bestellt. Amtmann hier auf Waldenburg. Nun herzlich willkommen. Aber ich vergaß euch reinzubitten. Und im Übrigen, glotzt mich nicht so an. Man kann doch niemals in Ruhe essen und trinken, eine Flasche Kronbacher trinken. Und dann Ritter mal halten nach diesem langen Marsch. Wer seid ihr? Das tut nicht zur Sache. Das tut nicht zur Sache, wer ich bin. Ich wohne in diesen Wäldern und habe irgendwo versteckt meine kleine Furcht. Aber ich kann dorthin zurzeit nicht zurück. Die Adlerner Schützenwehr ist hinter mir her. Die wollen mich gefangen nehmen. Und warum? Ich habe Leute wie euch überfallen, gemeuchelt, ausgeraubt, geplündert. Aber macht euch keine Sorge. Euch lasse ich ziehen. Ihr seht arm aus. Erbärmlich. Aber euch ist ohnehin nicht zu holen. Aber wie gesagt, ich werde den Attendorner entkommen. Und warum ich so zuversichtlich bin? Gut, das kann ich euch verraten, wenn ihr mir versprecht, meinen Plan nicht weiterzugeben. Das ist aber gar nicht so leicht, den Attendorner zu entkommen, weil ich auf einmal Spaß. Das ist mir bekannt. Ich bin Johann von Plettenberg. Ich bin mit den ehrwürdigen Leuten auf dem Weg durch die Sauerländer Wälder. Wir werden gewiss deinen Plan nicht weitergeben. Warum sollten wir es denn auch? Gut. Dann bedanke ich mich und dann werde ich euch den Plan sagen. Also, ich reite jetzt mit meinem Pferd Totila. Jawohl, der Gaul heißt Totila. Nicht verwandt und verschwägert mit dem einen Totila. Nach Berlinghausen zum Hufschmied und lasse ihn dort falsch herum geschlagen. Das ist so, als wenn wir die Absätze vorne hätten.
Und dann will ich die Attendorner mal sehen. Die werden garantiert in die falsche Richtung laufen. Ja, wir werden nicht sagen, wir schweigen wie ein Grab. Das ist gut. Dann würde ich sagen, geht weiter, macht euch vom Acker, damit ich in Ruhe mal Rittermahl weiterhalten kann. Und tut mir einen Gefallen, verratet mich nicht. Sonst bin ich ausgeliefert. Komm, lasst uns gehen, bevor es brenzlig wird. Wo? Haben ihn gesehen? Ihr müsst ihn gesehen haben. Wir haben die Spuren bis hierher verfolgt. Gesehen. Wollt ihr uns etwa in die Irre führen? Ja. Ich stecke doch mit dem Ritter unter einer Decke. Braucht ihr eine Sprache? Ja gut. Also wenn ihr uns nicht verratet, wollen wir das sagen? Also damit ihr uns nicht verratet. Aber wirklich, Feuer an Bord, nicht weit von hier, dort hat er gelagert. Er ist mit seinem Pferd auf dem Weg nach Berlinghausen zu seinem Schmied. Er will seinem Schmied die Hufe verkehrt rum untertragen, um euch in die Irre zu leiten. Also, geht doch, wir werden ihn fassen, diesen Halunken. Aber nicht sagen. Wir sagen nicht, aber ihr nehmt euch in Acht. Der Ritter ist gefährlich und er verschont euch nicht, er kann es leicht machen. Dann lasst uns lieber gehen, hier die Strecke ist ziemlich ungewöhnlich. Auf geht's, ab deiner Schützen her! Geh nach! Benedikt, lass die Leute! Entschuldigt meinen Sohn! Nur für Geld. Benedikt, lass die Leute! Entschuldigt meinen Sohn! Mein Name ist Johann von Plittenberg. Wir sind ehrbare Bürger der Stadt Attendorn. Was ist passiert? Mein Name ist Nobrich. Ich bin auf dem Weg zur Burg Schnellenberg. Ich muss unbedingt heute noch dieses Kräutersäckchen hier zum Kurfürst von Fürstenberg bringen. Das ist die Pacht für unseren Hof und ich bin bereits verspätet. Wir mussten einen Umweg gehen. Doch dieser Weg gilt als besonders sicher zur Burg. Nun ist meine Tochter immer schwer erkrankt und ich müsste sie dringend zu einem Mediziner in die Stadt bringen. Ihr Zustand verschlechtert sich zusehends. Doch wer seid ihr und wo wollt ihr hin? Ja, wir sind auf dem Weg zur Burg. Können wir da helfen? Sollen wir nicht die... Mutter, das ist die Löwe. Still, entschuldigt meinen vorlauten Sohn. Aber vielleicht können sie uns wirklich helfen. Wir sind so viele Leute. Sie brauchen keinen Bollerwagen. Wenn sie die Säckchen an sich nehmen würden und in meinem Namen an der Burg abgeben würden... So könnte ich mein krankes Kind in den Bollerwagen legen und sie in die Stadt zu einem Mediziner bringen. Bitte helfen Sie mir. Dann sollen wir das tun. Ja. Ja, selbstverständlich. Ich schlepp nix. Dass mir keiner von den sechs abhanden kommt. Ich schlepp nix. Ich hab's selber. Ihr seid alle gut gebaut, ihr könnt solche Säckchen tragen, denke ich. Ja, haben wir da Säckchen oder so schon? Das ist der Erdbeer. Deine Schwester? Arme Können. Ich könnte ja auch mal.
Ja, dann wünschen wir euch viel Glück, so der Tochter Gesundheit. Und wir ziehen dann weiter Richtung Schnellenberg. Aber verliert nicht die Säckchen. Sankt Laurentius, heilige Hippolyta, bitte für uns. Wir sind nicht mehr. Keine Luft mehr. Heiliger Wimbam. Ja. Bruder Raphael, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Dem Wetter nach müssten wir in der Nähe von Olpe sein. Bruder Gabriel, ich weiß auch nicht recht. Wir sind hier auf der Heidenstraße. Heidenstraße? Du glaubst doch nicht, dass der Weg zum heiligen Grabe des Apostels Jakobus ausgerechnet über eine Heidenstraße verläuft. Du meinst, wir haben den Weg verloren? Den Weg verloren. Heiliger Antonius von Paul. Bitte für uns. Glaubst du, dass die Menschen in 400-500 Jahren, sagen wir im Jahr 2014, immer noch auf die Pilgerreise gehen werden? Auf die Pilgerreise in 2014? Ich glaube nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube doch. Wieso denn jetzt doch? Ja, sieh. Ich sehe nichts. Ja, da, die drei Pilger. Wenn der Mensch kein Ziel hat, ist ihm jeder Weg zu weit. Ihr seid Pilger? Ja, natürlich sind wir Pilger. Wir sind die Turbo-Pilger des 21. Jahrhunderts. Und was treibt euch hierher? Wir sind auf dem Weg zum Grabe des heiligen Apostels Jakobus. Nach Santiago de Compostela in Galicien. Ja, Holländer. Ja, und wenn uns unsere isotonischen Getränke und unsere Powerriegel uns nicht im Stich lassen, werden wir noch Weihnachten diesen Jahres 2014 in die dortige Kathedrale einlaufen. 2014? Euer Pilger-Equipment, das ist ja nicht bescheiden. Mittelalterlich. Mittelalterlich, guter Witz. Wie soll eine Pilgerausrüstung aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert aussehen, wenn nicht mittelalterlich? Immerhin folgen wir dem Pilgerricht vom Ritter Arnold von Haar aus dem Jahre 1498. Der ist frisch gedruckt. Pilgerbericht? Ritter Arnold von Haar? Das ist bestimmt so ein Hafekerkeling von Mittelalter. Und mit diesem wertlosen Stück Holz hier wollte er Feuer machen? Das wird bei dem Wetter ein bisschen schwierig. Das ist mein Pilgerstab und er ist sehr wohl wertvoll. Aber nicht so wertvoll wie mein Nordic Walking Pilgerstab Camino 3000. Dann lass doch mal hören! Ja, 3 Segmente Teleskopstock, Lightweight Aluminium HTS 6.0.
Handschlaufe, Lock Security Strap, Nylonschlaufe, Teller mit Werkzeugknose, Flexibelsystem, Hartmetall-Flexspitze, flexible Neigung bis zu 30 Grad, Packmaß 65 cm mit Ultrasonic Finishing, Klemmsystem Leki Classic Verstellsystem, Haltekraft 70 kg pro Stock. Stichwert! Jetzt du, Bruder Raphael! 3 Ellen, robustes Eichholz. Ja. Wir trafen auf unserem weiten Weg viele Pilger, die im Auftrage ihres Fürsten unterwegs waren zum Grabe des Apostels. Neumodischer Schnickschnack, weg! In welchem Auftrage seid ihr unterwegs? Auftrage von Red Bull. Denn Red Bull verleiht Flügel. Menschen mit Flügeln? Ich wusste sofort, wir haben eine Engelserscheinung. Ja. Aber nun, Bruder Raphael, müssen wir uns aufmachen ins Nachtquartier zu den Franziskaner-Patres im Schnellenberger Hospital. Ja. Und sollte dort kein Platz für uns sein, werden wir weiterziehen an die Westgrenze der Stadt. Im Hospital ewig. Ja, dort, im Hospital ewig. Dort werden wir in Klausur gehen und unsere Gebrechen heilen. Oh, wie modern. Auch heute noch lassen sich in ewig vom Wege abgekommene Menschen von ihren Verbrechen heilen. Bruder Gabriel, dort entlang. Nee, dort entlang. Nein, wir vertrauen Gottes Wegen. Ja. Ja, und wir vertrauen Google Maps. Und GPS auch noch. Halt. Beflügelte, aber doch so armselige Turbo-Pilger. Ein letztes. Bekehret euch und bedenkt, der Weg ist das Ziel. Ja, wenn man euch so schleichen sieht, ihr müsst aufpassen, dass euer Motto nicht lautet, das Ziel ist weg. Errichtet und edle Leute, da kommt der Hausherr. Edle Damen, edle Herren, gar schlecht Wetter habt ihr vom Walmerich mitgebracht. Bei uns sagt man auch, wir schlackern wir. Wie sieht es aus? Sind die Schuhe trocken? Dann kann ich euch einlassen. Aber was sage ich? Die Kehlen sind trocken. Ich
Gaspar von Fürstenberg. Droste zu Bielstein, Schredeburg und Waldenburg. Haltet die Klappe! Landdroste des Herzogtums Westfalen. Ich lade euch recht herzlich hier willkommen ein, hier auf meinem Schnellenberg. Hier, wo ich mit meiner lieben Elisabeth zu Spiegel Peckelsheim hab meinen Stammhalter gezeugt, meinen lieben Friedrich und 7 weitere Kinder. Doch der frühe Tod gibt mir schwer zu Herzen. Sie war von einer Hexe betroffen. Sie hat sie zu Tode gehext. Die Dorothea Becker, diese Hexe. Sie ist jetzt weg. Nach Hunden. Ich hoffe, ich kriege sie noch und werde sie wahr auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Aber was rede ich? Nach dem viel zu frühen Tode meiner lieben Frau hat mir die gute Anna Busse eine gute Haushälterin gegeben. Sie war auch recht gut im Bette. Sie gab mir Stücker 9er Kinder und Kegel. Als ich 53 war, habe ich sie geehelicht und habe sie mit ihren Kindern legitimiert. Aber was rede ich wie ein Waschweib, meine lieben Gäste. Kommt herein, kommt mit mir auf den Schnallmerich. Kommt herauf. Edler Zins für mich von der guten Frau zu Waldenburg. Herzlichen Dank. Edle Leute, edle Damen, edle Herren, bevor das Festmahl gleich losgehen möchte, möchte ich noch etwas zu meiner Person erzählen. Hier unter dem Zeugnis meiner Schönheit und Manneskraft, möchte ich mit einigen Sachen klarstellen. Nie ist es gewesen, dass ich besoffen vom Pferde fiel. Ich weiß nicht, wie sowas in die Welt hineinkam. Ich weiß halt so nicht, wie ich zu Boden kam. Aber genug der Rede. Das Essen ist eröffnet. Lasst es euch gut schmecken. Hier in meinem Saale. Guten Appetit. So, ihr meine lieben Leute. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Nun wird das Dessert gereicht in meiner Wohnstätte, in der Oberheu. Ich darf euch nun bitten, eure Gläser zu leeren und wir gehen hinauf zur Oberheu. Zum Wohle! Wen sucht ihr? Das schöne Mädchen vom Schnellmesker-Dieken? Ihr habt es gefunden? Ich bin es. Lange ist es her. Aber eins war ich bekannt für meine Schönheit. Für mein langes blondes Haar. Für meine Verehrer. Doch lange vorbei. Wo ist sie hin, meine Schönheit? Wo ist mein Haar? Wo sind meine Verehrer? Einst habe ich hier gewohnt. Und mein Vater wollte mich so gerne verheiraten. Aber ich war nicht nur bekannt für meine Schönheit, sondern auch für mein steinernes Herz. Und mit einem steinernen Herz fällt die Wahl schwer. Er machte ein Fest. Du Dritter ein, 100 an der Zahl, 100 Ritter für mich. Aber sie waren mir egal, einer wie der andere, so egal. 2 habe ich mir ausgesucht, habe ihnen schöne Augen gemacht, habe sie um den Finger gewickelt, ihnen den Kopf verdreht und bin mit ihnen hier runter, an den Schnellmesken-Dieken, an den Teich. Sie schenken mir Blumen, schaut, rote, weiße. Und wollten dann wissen, wem mein Herz gehört. Aber sie waren mir doch so egal. So schrecklich egal. Ich schmiss die Blumen in den Teich und sagte, los, springt!
springt hinein und wer als erstes mir den Strauß holt, dem will ich gehören. Oh, sie sprangen wie junge Hunde, sprangen sie in den Teich und balgten sich um die Blumen. Aber je mehr sie balgten, umso mehr liefen ihre Rüstungen voll Wasser. Sie merkten es, sie wollten zu mir, sie wollten an den Rand. Aber der Teich ist schlammig am Grund. Ganz langsam sind sie elendig verreckt. Das habe ich nicht gewollt. Das habe ich wirklich nicht gewollt. Und ich fand keine Ruhe mehr. Ich kann nicht schwimmen. Und ich bin einfach hinterher. Aber auch im Teich gab es keine Ruhe für mich. Alle 100 Jahre stehe ich hier. Alle 100 Jahre komme ich aus meinem Teich und weine um mich, um mein Leben, um meine Ritter. Und immer bin ich allein. Aber heute nicht. Heute sind hier so viele warme Menschen. Tränen, meine Tränen, spürt ihr sie? Ja? Die Kälte? Spürt ihr das? Ja? Wisst ihr, wer meine Tränen spürt? Den komme ich ab jetzt im Schlaf besuchen. Schlaf gut und träum was Schönes. Ich komme gleich.